das ist Vanlife. Hier sieht man nichts. Warte mal, gucken wir mal hinten raus, was sieht. Es regnet, es hagelt. Nee, hagelt sehe ich gerade eigentlich nicht wirklich. Das ist nur Regen. Was man hier so hört. Und gerade hat es so heftig laut gedonnert. Ich stehe auf so einen Scheiß. Das ist wie Weltuntergangsstimmung. Und wenn man schon kein Boot hat und dabei wie in einer Nussschale auf dem Ozean zu treiben, um Lektionen in Demut zu erfahren, nimmt man, was man kriegen kann. Ich finde sowas so geil. Ich bleib mal einfach noch ein bisschen dran und mal gucken, ob vielleicht gleich noch so ein Donner kommt. Der war wirklich krass. Ist so ein bisschen wie auf dem Schützenfest oder in Düren, wo ich herkomme, da gibt es immer einmal im Jahr die Anna-Kirmes. Und freitags auf der Anna-Kirmes gibt es immer ein Höhenfeuerwerk. Und bevor das Höhenfeuerwerk anfängt, donnert es quasi auch dreimal. Da bummst dann richtig irgendwelche lauten Knaller, die man in ganz Düren hört. Und beim dritten geht dann das Feuerwerk los. Und so ähnlich war das hier gerade auch, bis auf dass der Regen knappe 5 Sekunden vorher angefangen hat. Ich stehe so auf mein Schneckenhäuschen. Das ist so schön, im Van zu sitzen. Das habe ich schon immer so geliebt. Was ich auch richtig geil immer fand, wenn es dann dabei gestürmt hat, so die Februare auf Mallorca haben da sehr viel von hergegeben. Da ist es sehr viel, sehr stürmisch. Und ich stehe dann voll drauf, wenn die Karre so hin und her geschüttet wird. Und keine Ahnung, ich habe einfach tierischen Spaß an sowas. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß, dass ich das nicht mit allen teile. Es gibt Leute, die sagen, du bist bekloppt. So im Sinn von um die Welt segeln wollen. Und dann kommt halt immer die Frage so, ja und was machst du? Aber das ist Peanuts. Da hört sogar der Regen kurz auf. Und jetzt geht es. Das ist ja, als hätte der Regen sich gerade vom Donner erschreckt. Und jetzt geht's weiter. Voll geil. Cool. Sturm. Auf dem Meer. Da stehe ich in der Gischt und brüll dagegen an. Ja, habe ich noch nie erlebt in diesem Leben. Aber muss ich in irgendeinem anderen Leben mal erlebt haben, weil ich diese Affinität dazu habe. Wenn ich Leute sehe in Videos, die dann da stehen und halt nicht unter Deck rennen und sich vor dem Wasser schützen, sondern das erleben. Das muss eine der geilsten Erfahrungen meiner gesamten Inkarnationen gewesen sein. Und ich habe da keine Angst vor, dann zu sterben im Notfall. Für sowas sterbe ich dann gerne, weil das ist für mich halt eben Leben. Ja, kleiner Schwank aus demselben. Ne? Ja, mal gucken, wann ich das hier hochladen kann. Im Moment habe ich echt ein bisschen, das ist so jetzt so das Einzige, was ich irgendwie noch regeln muss, vernünftiges Internet in den Van zu bekommen.
Weil das im Moment mit dem Prepaid von Aldi Talk, das ist ein bisschen witzlos. Also jetzt hier das Video zum Beispiel über die Mobilleitung hochladen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist viel zu teuer. Also warte ich einfach, bis ich wieder irgendwo im WLAN bin und mach's dann da. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Gewitter findet. Jetzt müsste noch einer kommen, es hat gerade geblitzt. Yes. Ja, aber es wird schon wieder, das ist ja ein ganz profaner, stinknormaler Donner. Der eben, oh doch, der bumst schon ordentlich. Boah, der eben, da hat alles gezittert hier. Schade, dass ich da die Kamera noch nicht anhatte, aber so schnell war ich dann nicht. Lasst es euch gut gehen, schreibt in die Kommentare, wie ihr Gewitter findet. Hier, nee, da muss ich drauf drücken. Immer diese ganzen Knöpfe, die Technik von heute ist schon echt kompliziert. Man muss schon echt was drauf haben, um das bedienen zu können.